Ja. Servus Charles. Servus mein Bruder. Ich freue mich. Ich freue mich auch. Super. Dies hier eine Kunst von dir zu haben. Stark rein. Jawohl. Thank God it's Friday in der Cruise-Mobile, powered by Volvo Zentrum Frankfurt. Und wir sind gerade unterwegs mit einem sehr guten Freund von mir und einem sehr guten, ausgezeichneten Koch, Martin Schaff. Servus, hi. Martin, es ist mir eine Ehre, dich hier in der Cruise-Mobile heute zu haben. Und ich habe mit dem Martin telefoniert. Eigentlich wollen wir Werbung machen für eine Show, was ich in die nächste Zeit im Schloss mitmache, bin dabei. Aber dann habe ich dem Martin gesagt, nein, ich hole dich heute ab. Und wir werden mit dir cruisen. Wo fahren wir jetzt hin, Martin? Wir fahren nach Dudenhofen auf den Spargelacker zu einem Spargelbauer. Und hier findet heute der offizielle Spargelanstich der Bundesgartenschau statt. Okay. Okay. Und was machen Sie da? Oder was machst du da? Ich bin praktisch auserkoren mit einer besonderen Ehrung als kulinarischer Botschafter zwischen der Pfalz und Baden, jetzt als langjähriger Sternekoch diesen Spargelanstich zu machen. Und für diese Ehrung bekomme ich dann später dann auf der Bundesgartenschau einen Scheck über 2.500 Euro, wow, die ich dann einem sozialen Zweck spende, für einen Zweck, der hier aus dem Rhein-Neckar-Gebiet ist. Die heißen Herzensmensch. Okay, okay. Und das sind praktisch schwerkranke Kinder für ihren Eltern, die von den Eltern beim Sterben begleitet werden, weil sie unheilbar krank sind. Und da haben sich die Herzensmenschen zusammengeschlossen und da mache ich dementsprechend die Spende hin. Respekt, Respekt. Gut, 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 gut. Finde ich schön, finde ich schön. Martin, ich habe auch gehört, dass du war auch in Amerika durch deine Cook-Karriere. Ja, ich war jetzt im Februar bin ich nach Seattle geflogen, habe da einen Freund besucht, der da auch ein tolles Restaurant hat. Er ist persischer Abstammung und er hat aber in Seattle das beste italienische Restaurant. Da waren wir natürlich essen und dann bin ich auf den Fischmarkt mit ihm gegangen und durfte einen Fliegenlachs fangen. War total cool und habe mir Seattle angesehen und es hieß ja, Seattle ist mal einer der schönsten Städte in Kalifornien, direkt an der Küste. Und nach diesen zwei Tagen in Seattle sind wir dann runtergeflogen nach San Francisco und da haben wir eine außergewöhnlich abgefahrene Stadtführung gemacht mit einem Guide, der sich nur auf Einzelführungen spezialisiert hat. Okay. Und der ist dann mit uns nach Chinatown gegangen und hat uns die letzte Fabrik gezeigt, wo man mit der Hand noch die Glückskekse herstellt. Ja? Mit diesen okay. Zetteln da immer drin. Das war total abgefahren und wir sind in San Francisco an Ecken gekommen und auch in die Werkstatt, wo die Cable Cars repariert werden und wow. So. Also viele Dinge, die man eigentlich so nicht sieht. Und da hat der Frank, der uns da rumgeführt hat, hat es ganz cool gemacht. Und so sind wir abends dann einer der besten Restaurants der Welt zum Essen gegangen. Wow. Und das hieß Benu. Das war eine Küche von einem kalifornischen Koreaner. Und es war total abgefahren, auch sehr straight, sehr clean. Und so haben wir natürlich San Francisco kulinarisch ein bisschen unsicher gemacht und wollten uns da mal ein bisschen erkundigen, was die Gourmet-Szene natürlich in Kalifornien, in San Francisco macht. Das ist cool, das ist cool. So, jetzt gehen wir zurück von Kalifornien, zurück zu Heidelberger Schloss. Ja. Was passiert in der nächsten Zeit in der Heidelberger Schloss? Wir haben natürlich nächstes Jahr nächste Woche logischerweise. Ja. Nächste Woche ein total verrücktes Wochenende. Wir werden ja am Samstag haben wir Andy King and Memphis Riders da, einer der besten Elvis Presley Darsteller überhaupt. Wow. Und okay. Elvis war ja schon immer, ist immer noch einer der ganz großen Stars der Musikszene. Und am Sonntag natürlich, und da freue ich mich mit dir, machen wir natürlich den Tanz in den Mai hier mit den 60er, 70er, 80er.
Wir haben eine Oldie Take da. Aber wir müssen noch. Müssen wir fahren? Sonst rechts. Die da noch nicht. Nein. Ich lasse dich nicht so schnell gehen. Genau, Genau. Und da haben wir zwei Jungs am Plattenteller, die noch klassisch mit Schallplatten auflegen und die Musik der 60er, 70er, 80er Jahre spielen. Und natürlich haben wir gedacht, mit Charles, super geile Live-Musik dazu. Und da bauen wir schöne Blöcke auf. Und da werden wir natürlich mit ein bisschen musikalisch in die Vergangenheit gehen und die Menschen einfach wieder in die Zeit zurückholen, wo alles vielleicht noch ein bisschen cooler war. Schön. Es freut mich, da dabei zu sein. Und ich freue mich, heute dabei zu sein. Und ich werde dich in die nächsten paar Stunden begleiten und bis ins League Garden schauen, wo du auch, willst du da gucken heute oder willst du nur... Ich gehe auf die Bühne und dann gibt es auf der Bühne, das ist die offizielle Gartenschaubühne. Okay. Und da werden dann drei Preisträger, die irgendwas Besonderes gemacht haben, an dem Tag geehrt. Und ich soll dann die Ehrung übernehmen, damit die praktisch auch einen besonderen Preis für ihren Einsatz und für ihre Arbeit kriegen. Die Bundesgartenschau, ist es ja toll, dass hier nach der ganzen Pandemie hier endlich mal wieder eine tolle Gartenschau stattfindet. Und vor allen Dingen natürlich bei uns in der Region. Was ja auch toll ist, die ist ja hier, das sind ja zwei verschiedene Gebiete, die dann mit einer Sesselbahn hier verbunden sind. Sie rechnen ja in Mannheim hier mit über 2 Millionen Besucher. Wow. Und wir natürlich im Schloss sagen für uns alle, die natürlich aus ganz Deutschland oder auch aus Europa nach Mannheim zur Gartenschau kommen, da spekulieren wir natürlich ein bisschen, dass sie natürlich dann vielleicht auch auf dem Heidelberger Schloss vorbeischauen. Weil wenn man schon in der Region ist, dann sollte man einer der berühmtesten Weltkulturerben in Deutschland natürlich noch mitnehmen. Selbstverständlich. Ich war auch da und habe auch mehrmals besucht und auch gesungen und habe so gerade der Volvo mittendrin auf dem Platz fotografiert. Kann mich noch erinnern. Und mache ich auch irgendwann wieder. Und die Classic Brothers wird auch auf die Gartenschau spielen. Ja, das ist doch super. Also und die Classic Brothers wird auch im Schloss spielen. Genau. Also wir haben einiges vor. Ich bin ja ein total musikverrückter Koch, wo ich sage, beim Kochen ohne Musik geht gar nichts. Und je nach Stimmungslage höre ich alles von A bis Z. Ja, ich freue mich auf meine nächsten Konzerte, wo ich mir schon Tickets gesichert habe, in Wiesbaden zum Beispiel. Okay. Ist ja demnächst ein Konzert mit Lionel Richie, der da auftritt. Ja. Und das ist für mich auch so eine, so eine Spaßmusik. Ja. Legende. Ja, absolut. Legende. Ja, und wie heißt die noch? Commodores. Von den Commodores. Von den Commodores. Ja. So, da habe ich angefangen mit den Commodores. Ja. Dancing on the ceiling. Yeah, there you go. Und natürlich in Mannheim. Und drum hier ist Mannheim und die Region ist schon mit Heidelberg eine total coole Gegend. Es ist immer was los. Es spielt zum Beispiel einen Montag sehr gastronomenfreundlich in Mannheim The Red Hot Chili Peppers. Ja, okay. Wo ich sage, da muss ich natürlich auch hin. Und Live-Musik zu hören ist einfach immer was anderes, wie wenn man jetzt einfach nur den Radio anmacht. Ist natürlich auch cool. So, aber Live-Musik, die Künstler sind wieder heiß drauf, auf die Bühne zu gehen, die Menschen mitzunehmen. Das ist genau, das ist genau dasselbe, was ich mag hier. Ja. Der Cruise-Mobil. Genau. Der Cruise-Mobil habe ich die Künstler hier drin in die Cruise-Mobil. Deswegen heißt es Thank God it's Friday. Heute normal habe ich eine Künstler, wo singen oder Instrument spielen. Ja. Dieses Mal habe ich einen ganz anderen Künstler. Ja. Das heißt ein Koch. Ja. Und das bist du. Koch und Musik lassen sich oft verbinden. Das ist ein geiler Rezept. Ja, denn ich bin mit Musik aufgewachsen. Denn ich war ab dem 9. Lebensjahr in der berühmtesten Knabenkapelle Europas. Okay. Wir haben Marschmusik gespielt. Okay. Wir waren 80 Jungs. Die 80 Jungs sind alle zwischen 9 und 17. Wir haben Uniformen des Augsburger Fuggerregimentes. Wow. Und wir sind natürlich auf der ganzen Welt unterwegs. Ich damals ist bei mir, wie lange ist es her? Wahnsinn. Das sind 40 Jahre her, wo ich da mit auf Europa-Tournee war. Wir haben Konzerte gegeben. Schön. Und es war für mich meine schönste Zeit des Lebens.
in der Jugend praktisch mit 80 Jungs Musik zu machen. Schön. Und wir waren in Frankreich, wir waren in Finnland. Und das größte Erlebnis war natürlich für mich, ich bin ja noch so ein Fußballverrückter, 1974 Endspiel im Fußball-Weltmeisterschaft in München, Deutschland gegen Holland. Und wir waren da und haben live die Nationalhymne auf dem Rasen gespielt. Wow. Und da war ich 9 und bin als Trommler ins Olympiastadion eingelaufen in München, habe in meinem Leben noch nie 70.000 Menschen gesehen und habe gedacht, was machen die denn da alle? Ja? Und dementsprechend war das für mich natürlich total irre, dabei gewesen zu sein, wie wir damals Weltmeister geworden sind. Wahnsinn. So, mein Freund, ich lasse dich nicht los. Wir kommen wieder hier in der Cruisemobil, powered by Volvo Central Frankfurt mit Martin Schaff. Wir kommen gleich. One love. Ihr kriegt uns nicht los. Wir kommen immer wieder.